Ich fing an zu sterben, weil ich angefangen habe, an das zu glauben, was mir gesagt wurde. Ich will, dass ihr wisst, was die drei Sachen waren, die ich in meinem Leben lernen musste. Die Wahrheit über meinen Wert, die Wahrheit über meine Bestimmung und die Wahrheit über mein Schicksal. Ich will, dass ihr Folgendes wisst. In unseren Gedanken machen wir uns selbst die ganze Zeit schlecht. Ich will euch heute fragen, glaubt ihr, ich bin cool genug, um euer Freund zu sein? Aber ich fluche nicht und ich benutze auch nicht das Sch-Wort. Bin ich immer noch cool genug, um euer Freund zu sein? Aber ich hänsel Leute nicht. Bin ich immer noch cool genug, um euer Freund zu sein? Aber ich habe keine Arme und Beine. Im Ernst? Wärst du trotzdem noch mein Freund, obwohl ich keine Arme und Beine habe? Also sagt ihr mir tatsächlich, dass es egal ist, nicht wahr? Wenn es wirklich keine Rolle spielt, wie wir aussehen, wieso hänseln wir uns wegen unserem Aussehen, wenn es wirklich keine Rolle spielt? Warum schauen wir dann in den Spiegel und sagen, oh, das ist doch nur Spaß, wir haben doch nur Spaß, oh ja, Mann, das gehört zur Kultur, Mann. An einem Tag waren es 12 Leute, die mich gehänselt haben, die mich weg von meiner Hoffnung führten. 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Keine Sorge, ich werde nicht runterfallen, weil sonst würde ich meine Arme brechen. An einem Tag waren es also 12 Leute, die mich gehänselt haben. Und ich kann einen ganz mutigen Gesichtsausdruck auflegen. Aber innerlich habe ich geweint. Echt jetzt? Oh, das tut nicht weh. Doch, es tut weh. Da war dieser eine Mobber. Für 3 Wochen wurde ich sein Ziel. Jedes Mal, wenn ich an ihm vorbeiging, ich war 13, er war 17, ich war in meinem Rollstuhl, da drin war ich 1,50 in meinem anderen alten Rollstuhl. Er war irgendwas mit 1,82, er war groß. Also sah ich zu ihm rauf und jedes Mal, als ich an ihm vorbeiging, hey, da ist Nick, er hat keine... Und ihr könnt euch vorstellen, wie es weitergeht. Und ich dachte mir nur, was ist sein Problem, Mann? Also versuchte ich, ihm aus dem Weg zu gehen. Ich war so betroffen, er sagte es so laut und manche schauten nur und wiederum andere fingen an zu lachen und ich dachte nur, was ist das Problem von diesem Typen? An einem Tag nach circa 3 Wochen ging ich zu ihm hin und ich sagte, hey, und er, hey, kannst du bitte damit aufhören? Er sagte, womit aufhören? Aufhören, mich zu hänseln. Er, wovon redest du? Jedes Mal, wenn ich an dir vorbeigehe, sagst du diese Dinge. Was für Dinge? Er wusste nicht, wie er es mit mir aufnehmen sollte. Also sagte ich ihm, nein, Mann. Jedes Mal, wenn ich an dir vorbeigehe, fängst du immer wieder an. Und ich will, dass du aufhörst. Ich vergebe dir, aber hör auf. Er sagte, oh, tut dir das weh? Und ich hätte nein sagen können. Oder auch ja. Es braucht ein gewisses Level an Demut zu sagen, tatsächlich gefällt es mir nicht. Es bringt mich um. Und ich sagte, ja, es tut mir weh. Er sagte, okay, es tut mir leid, ich, weißt du, ich habe nur Spaß gemacht. Ich sagte, gib mir eine Umarmung. Er, was? Ich sagte, gib mir eine Umarmung. Okay. Also gab ich ihm eine Umarmung. Ich bin eine Umarmungsmaschine. Wir halten den Guinness-Buch-Weltrekord. 1749 Umarmungen in einem Jahr. Letztes Jahr. Meine Arme sind abgefallen, okay? Das Beängstigende an der Tatsache, so viele Menschen zu umarmen, ist, dass jeder mich einfach hochheben und mir nach Hause nehmen könnte. Was könnte ich schon dagegen tun? Ihn treten oder was? Oder eine harte Kopfnuss? Ich will, dass ihr wisst, dass ihr vielleicht Spaß über... Ich kann mit Sicherheit sagen, dass 98% von euch jemanden schon mal in ihrem Leben gehänselt haben. Ich habe versucht, mich umzubringen wegen Leuten, die gedacht haben, sie machen Spaß. Nicht wissend, was für Höllenqualen ich durchlitt. Die Menschen, über die ihr Spaß macht, was wäre, wenn diese Person eine Person ist, die daran denkt, Selbstmord zu machen?
Was wäre, wenn die Person, die du hänselst, schon versucht hat, sich umzubringen? Wenn sie ihr Leben hasst, wegen dir. Du weißt nicht, ob die Person, die du mobbst, der Sohn oder die Tochter eines Alkoholkranken ist und zu Hause vergewaltigt wird. Und alles, was sie brauchen, ist so jemand wie dich, der sie immer wieder in diese Richtung stößt. Wir brauchen Hoffnung. Also such dir was anderes, was du tun kannst. Finde positive Dinge in deinem Leben. Mir ist es egal, wie du aussiehst. Ich werde dich nie, nie, niemals hänseln. Nie, niemals mobben. Ich könnte dich hänseln, ich könnte hart wirken. Denken, Mobbing sei hart? Es ist nicht hart. Mein Rollstuhl, das ist hart. Dieses Ding hier. Ich sag dir was. Bereit? Dieser Rollstuhl. Das Ding ist so hart. Als mein Freund ihn für mich gebaut hat, sagte er, du wirst ihn lieben. Wieso? Ist er schnell? Er sagte, nein, aber er ist hart. Ich sagte, was meinst du? Er sagte, du wirst es schon herausfinden. Das Drehmoment in diesen Motoren, hinten an der Unterseite. Dieses Ding, wenn jemand es festhält, ich sage dir, es kann 90 Grad gehen. Ich ging um 80 Grad nach oben. Jemand hielt mich fest, um sicherzugehen, dass ich nicht zurückschlage. Meine Frau liebt shoppen mit mir, weil sie einfach hinten drauf springt und wir gehen shoppen. Sie shoppt und shoppt, weil sie nie runtersteigen muss. Wir gehen einfach und machen es. Es macht Spaß. Was ich eines Tages mal ausprobiert habe, das werdet ihr mir niemals glauben, oder vielleicht schon. Ihr solltet nur wissen, dass jedes Wort, was aus meinem Mund kommt, keine Übertreibung ist. An einem Tag musste ich mal mein Auto bewegen. Ich habe meine Frau dazu gebracht, mein Auto abzustellen, mein 66er Chevelle. Es ist ein 2,5-Tonnen-Auto. Und ich zog es zurück. Mit diesem Ding. 2,5. Genau so, als ob es nichts wäre. Dieses Ding ist hart. Ratet mal. Die Definition von hart bedeutet, dass es stark ist. Um deine Stärke zu zeigen, musst du etwas tun, was schwer ist. Ich würde mich so dumm anhören, wenn ich sagen würde, hey Leute, das war ein kleines Spielzeugauto an einer Angelschnur. Und dann erzähle ich diesem Spielzeugauto den ganzen Tag immer wieder, wie krass mein BMW ist. Das ist dumm. Aber dasselbe passiert beim Mobben. Du denkst, du bist hart? Du versuchst, deine Stärke zu zeigen? Das ist nicht deine Stärke. Lass mich in 10 Jahren zurückkommen und dann deinem Dreijährigen. Hat jemand von euch einen dreijährigen Neffen? Cool, Hände wieder runter. Ich nehme irgendeinen eurer dreijährigen Neffen vor. Bringt ihn morgen zu meinem Event, wo ich spreche, und wir werden ihn oben auf die Bühne stellen und dann zeige ich euch, wie stark ich bin. Wir nehmen euren dreijährigen Neffen und wir holen ihn hier hoch auf den Tisch und lasst mich ihn hänseln. Lasst mich euch zeigen, wie stark ich bin. Das macht ihr doch. Ich könnte das auch bei euch machen, bei den größten Mobbern, bei irgendwas, was euch gefällt. Einem Sänger, irgendeiner Musik, die ihr gut findet. Ich könnte euch dafür hänseln, für eure Familie, eure Freunde, Filme, wo ihr denkt, die sind richtig cool. Ich könnte euch wegen allem hänseln. Wegen eurer Nase, euren Augen, euren Zehen, eurem Kinn, euren Haaren, euren Ohren, euren Ellbogen, euren Knien. Was auch immer. Ich könnte euch wegen allem hänseln. Es ist nicht hart. Und ihr könntet das auch bei mir tun. Wollt ihr wissen, was Stärke ist? Geht zu den Leuten, die ihr hänselt und sagt, es tut mir leid. Wollt ihr wissen, was Stärke ist? Geht zu den Leuten, die euch immer noch hänseln und sagt, hey, hör auf, ich vergebe dir, aber bitte hör auf. Das ist Stärke. Ich will, dass ihr Folgendes wisst. Die Wahrheit über das, was ihr seid. Es ist mir egal, was für einen Job ihr bekommt. Mir egal. Es ist mir egal, wie klug ihr seid. Mir egal. Ich liebe euch und glaube an euch. Es ist mir egal, ob ihr als Hausmeister in dieser Schule endet. Ich sag euch warum. Weil der Hausmeister aus meiner Schule hat mich dazu inspiriert, ein Redner zu werden. Er veränderte mein Leben. Er sagte, du sollst ein Redner werden. Wisst ihr, was ich gesagt habe? Du bist verrückt. Nein, wirklich, du musst ein Redner werden. Ich sagte, hör auf damit, Mann. 4 Monate später drehte sich alles und ich sagte, ja. Ich sprach vor 10 Leuten.
Dann vor den nächsten 10 und den nächsten 10 und dann war ich vor 300 Studenten im zweiten Jahr und nach 3 Minuten meiner Rede waren die Hälfte der Mädchen am Weinen. Und ein Mädchen in der Mitte des Raumes fing auch an zu weinen. Sie zeigte auf und sagte, es tut mir so leid, kann ich zu dir hochkommen und dich umarmen? Und vor allen anderen kam sie herauf und umarmte mich. Sie weinte auf meiner Schulter und flüsterte mir in dieses Ohr, danke, danke, danke. Niemand hat mir jemals gesagt, dass er mich liebt. Niemand hat mir jemals gesagt, dass ich schön bin, so wie ich bin. Das war, weil meine Eltern mir gesagt haben, dass ich wunderschön bin und es schön ist, dass ich hier bin. Manche von euch haben so welche Eltern nicht und das ist, warum ich hier bin. Ich liebe euch und ihr seid wunderschön, ganz genau so, wie ihr seid. Gebt niemals, niemals auf. Zu wie vielen Schulen, glaubt ihr, habe ich schon gesprochen, wo alle dann auch wirklich aufgehört haben mit dem Mobbing? Wer auch immer eine gesagt hat, liegt richtig. Eine Schule von 600. Ich bekam einen Brief von dem Schulleiter und er sagte, Nick, du hast unsere Schule für immer verändert. Bla bla bla. Wir haben keine Mobber mehr gesehen, die andere gehänselt haben, für ganze 8 Monate. Wir wissen nicht, was passiert ist. Und die besten Worte, um das zu beschreiben, es ist wie ein neuer Gedanke in der Luft, dass es einfach nicht mehr cool ist. Es ist einfach nicht mehr cool. Ich will euch was fragen. Was werdet ihr tun? Was werdet ihr weiterhin machen? Mit der Gefahr, dass ihr wissen werdet, dass auf diesen Rängen hier sich schon 5 Leute versucht haben umzubringen. Und auf diesen Rängen hier drüben auch 5 Leute. Wenn wir es über das normale Maß hinaus betrachten. Was ist, wenn die Person, die du mobbst, eine von ihnen ist und du hast keine Ahnung davon? Würdest du dir etwas anderes suchen, womit du dich beschäftigen kannst? Also, ob sich was verändert, das liegt an euch. Wenn du mehr Liebe in deiner Schule sehen willst, sei die Liebe. Wenn nur 50% dieser Schule sich zusammentun und sagen, wisst ihr was, das ist einfach nicht mehr cool, dann verändert sich was. Und dann die, die immer noch glauben, dass es cool ist, wenn ihr runter auf andere blickt, will ich, dass ihr sie anseht und euch vorstellt, dass ihr mein Gesicht in ihnen seht. Denn ich sage euch, jeder, der von euch gemobbt wird, ist mein Bruder und meine Schwester. Und du bist mein Bruder und meine Schwester. Und ich bitte dich, aufzuhören. Lieb dich selber ein bisschen mehr und liebt einander viel mehr.